Jo Leute, was geht ab? Irgendwo am Start und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Heute mal eine brand new Serie zusammen mit, wer hätte es gedacht? Reicht dann auch schon wieder hier, was geht ab? Ich dachte, das ist cool wegen John Cena. Nee, leider nicht, Bro. Okay, ich sollte aufhören. Leute, und zwar hat Daniel eben die krasse Idee gehabt, wir machen so eine, ja, wie nennen wir es eigentlich so? Hättest du lieber das oder hättest du lieber das? Wärst du gern, hättest du lieber, ja. Also quasi würdest du in anders. Auf jeden Fall haben wir uns richtig krasse Scheiße rausgesucht und wir ballern jetzt einfach mal eine Folge raus. Leute, wenn es gut ankommt, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da, dann jetzt können wir schauen, dass wir mehr machen. Und geht auf jeden Fall auf Daniels Kanal, denn es steht kurz vor den 50.000 Abonnenten. Ich würde sagen, die 100.000 knacken wir dann morgen auch, oder? Bald, Digga, bald! Digga. Ja, Spaß, okay, let's go. Hast du gern Julian Bam oder seinen Bruder? Boah, das ist schon eine heftige Frage, aber locker Julian Bam. Und zwar, weil A, Geld ist Geld, er verdient mehr Geld. Und B, ich weiß nicht. Aber sein Bruder ist schon krass. Der macht ja auch diesen krassen Film. Ja, aber Ju hat einfach diesen YouTube-Lifestyle. Ja, okay, du hast. Ich glaube, das ist schon fresher, ja. Ich wäre lieber Ching Ching. Obwohl sein Bruder ist auch Ching Ching. Also scheißegal, ich wäre lieber Ching. Er ist Ling Ling. Der nächste ist wieder maximal scheiße. Hättest du gerne, also hättest du lieber dein Leben lang gar keinen Sex mehr oder hättest du lieber einen Körper, der bei jeder kleinsten Bewegung einfach schwitzt wie scheiße? Kennst du nicht diese Axtwerbung, wo du die Arme hochhebst und da so Tsunamis rauskommen? Ach so, voll schwer die Frage, Alter. Das ist richtig schwer. An so welche Fragen habe ich gar nicht gedacht. Ich glaube, ohne Scheiß. Alter. Weil ich glaube, ich würde auf Sex verzichten, weil wenn du deinen Körper so krass schwitzt, würdest du eh keine Frauen abkriegen, oder? Ja, Mann. Da kriegst du das sowieso nicht hin. Doch, eigentlich schon. Wenn du eine findest, die dich übertrieben liebt, dann ist ja... Ja, cool. Und dann machst du einmal deinen Arm hoch und schwemmst sie weg, oder was? Ja, okay. Kein Sex mehr, dann aber es voll traurig dann, Digga. Ja, ich auch. Aber du kriegst ja sowieso keinen, deswegen passt es schon. Ne? Hast du eher Brüste oder das weibliche Glied da unten? Als Mann aber. Ja. Also ich habe auch so Brüste, da brauche ich gar nichts mehr. Ja. Ich sehe jetzt gerade die Frage, wer will denn haben, Alter? Ja, ich fände es eigentlich voll cool so. Ich komme als Frau. Digga, willst du dich knallen lassen oder was, Digga? Ach so, stimmt, Alter. Hey, nein, der war ohne Flachs. Ich stell mir das so voll cool vor, wenn man einfach nur so ein Loch hat, Alter. Männer küssen. Hey, warte, das heißt dann direkt... Als Maul hast du gerade wirklich gesagt, wenn man da so ein Loch drin hat, Digga. Das ist doch voll geil, Mann. Du ekliger Junge. Alter. Ja, Junge, was? Ich würd's feiern, Alter. Ey, Brüste sind doch geil. Dann würde ich immer so anfassen und sagen so, läuft bei mir. Ja, mach ich jetzt auch schon, ja. Okay, let's go. McDonald's regelt. Okay, ich hau mal nichts raus. Und zwar... hättest du lieber zwei Väter oder einen Stein als Haustier, mit dem du jeden Tag Gassi gehen musst? Was? Pferde? Ein Stein als Haustier. Als Maul. Oh, zwei Väter, die schwul sind, oder was? Ja. Oder ein Stein. Ich glaube, ich würde den Stein nehmen, so. Ist doch voll chillig, so ein Haustier, so einen Stein zu haben. Das ist einfach ein Stein. Du gehst einfach raus, du wirfst ihn so weg. Ja, geh kacken und komm dann wieder. Es reicht. Stell mal vor, du läufst. Du kannst ihn nicht so erkennen. Alles so Steine. Stell mal vor, du läufst in so eine Stadt und ziehst einen Stein hinter dir her. Ja, ganz genau. Alter, Gönnung. Scheiße. Was sollst du machen? Ja, ich glaube schon, und das ist schon nice, ein Stein als Haustier kann man echt haben. Boah, ja, Mann, würde ich mir auch gönnen. Ey, Leute, einfach so pranken draußen. Machst du, komm, bei Fuß, komm. Hättest du gern drei Augen oder zwei Penisse? Boah, da würde ich aber zwei Dödel holen. Hey, das ist viel besser, weil das Ding ist, man kann sie verstecken, man sieht es nicht auf den ersten Blick, wenn du drei Augen hast, wer nimmt dich denn dann noch? Und dann, Alter. Und dann, wenn du deine Freundin hast, die zieht die Hose runter und dann BOOM! Boah, Alter, dann ist vorbei, Alter. Ja, Mann! Kopfkino des Todes gerade. One in the P, one in the S. Okay, das muss die rauspiepsen, Alter. Ha ha ha!
Digga. Also, was willst du? Ja. Ja, one nip. Ich glaube, die Frage hat sich gerade schon beantwortet. Nice. Mir tut's halt jetzt voll leid, ich muss es rauspiepsen. Keiner rafft, warum wir jetzt so krass lachen, Alter. Ey, oder warte, ich piep's nicht raus, Alter. Scheiß mal drauf. YouTube, Mann, YouTube. Digga. Schau mal noch einen nächsten raus. Und zwar, wer wärst du lieber? Also Katja Krasavage oder ApoRed? Weil das ist echt so ein Struggle, weil ApoRed so einer der unbeliebtesten YouTuber überhaupt ist. Und Katja, aber Katja ist auch schon die Slut des Jahrhunderts, Alter. Katja wird aber, ja, sie hatte gerade, ja, okay, nein, ich wollte das jetzt nicht sagen. Katja ist ja... Steht wohl jemand auf Katja? Hm? Nein. Nein? Da gibt's ja, Katja wird ja auch eigentlich gut gehatet. Aber ich glaube, bei Katja ist es minimaler. Ich würde, glaube ich, eher Katja sein. Also ich wäre lieber ApoRed. Dann wäre meine Frise fresh gestylt. Wieder ja, jetzt. Ja, ich hätte meine Titten am Start. Ich hätte richtig geilen Body, Alter. Nee, Alter, ich glaube so... Die kennt schon jeder so als Slut von Deutschland. ApoRed ist halt einfach nur ein normaler YouTuber. Klar, man hat mal so Hate-Phasen und so, aber die gehen auch wieder weg. Und ich wäre lieber Red, glaube ich. Das ist schon klar, dass du dein Vorbild auswählst. Ah! Ja! Hoffe, sie hat zwei Dicks, Alter. Okay, ich würde sagen, komm, gönn dir mal den letzten. Okay, hättest du eher einen Giraffenhals? Mhm. Oder so einen richtig krassen Rüssel wie so ein Elefant? In der Nase oder? Also auf der statt Nase dann? Ja, ja. Boah, das ist echt hart, Mann. Aber ich glaube, so richtig groß. Wenn wir schon so eine sexuelle Folge hatten, ich würde dann schon in den Rüssel nehmen. Wofür, weiß ich man nicht. Ich wusste es, Digga, du Spasti, Alter. Digga, die Folge geht nur um Penis, Alter. Hä, hey, aber den Rüssel habe ich jetzt auch schon. Digga, aber überleg mal. Der Hals, Alter. Der ist lang, Alter. Der ist groß am Start. Dann machst du mal unten Kuckuck. Ja, machst aber so, du kannst überall gucken, Digga, von oben, Digga. Oh Leute, ich merk schon, die Folge geht voll in die andere Richtung, Mann. Ja, Mann, Alter, in die Katja-Richtung, Alter, geil. Ja. Okay, Leute, ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Ich glaube, ich hatte ohne Scheiß in den letzten 100 Videos noch nicht so einen heftigen Lachfläche wie eben. Es war tot ohne Witz, Mann. Und dann würde ich sagen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall bei Daniel vorbei und macht die 50.000 voll, falls ihr es noch nicht geknackt haben. Und dann würde ich sagen, als Abschluss, one in the stinky und one haut da rein.